Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr seht, hier in der Mitte hat sich einiges verändert, aber ich quatsch gar nicht lange drum rum. Wir hauen das Intro raus und legen direkt los. Auf geht's! Bevor wir beginnen, habe ich noch was für euch. Mein bester Freund Sebastian, den ihr aus meinen Videos als Inhaber von WeFest hier kennt, und ich haben uns was für euch überlegt, um mal etwas zurückzugeben für eure so treue Unterstützung und so viele liebe Zuschriften. Deshalb kennzeichnen wir das Video an der Stelle als Werbung und sponsert. Wir werden heute mit dem Aufbau meiner neuen Garnelenanlage beginnen. Jeden Sonntag wird ein weiteres Video zu der Anlage kommen, bis sie fertig ist. Und dann noch was ziemlich cooles, aber das möchte ich noch nicht verraten. Jetzt aber zu dem Thema euch etwas zurückgeben. Ihr könnt bei Sebastian im Onlineshop von den Aquarien bis zur Einrichtung, die ich in den Videos verwenden werde, fast alles mit dem Gutscheincode Hashtag Fischlinge zu einem Rabatt von 20% einkaufen. Ebenfalls werde ich in den Videos zum Beispiel bei der Technik, die ich verwenden werde, teilweise auch andere Auswahlmöglichkeiten bei zum Beispiel der Filterung erwähnen. Und diese könnt ihr dann ebenfalls im Shop bei Sebastian mit 20% Rabatt einkaufen. Somit habt ihr die Möglichkeit, euch die Aquarien bzw. euren Einkauf so zusammenzustellen, wie ihr möchtet. Der Gutscheincode ist ab heute gültig bis zum 3.3.2019. Es kommen die folgenden Sonntage immer ein weiteres Video mit weiteren Produkten, die ich verwende, und Alternativen. Es werden also immer mehr Produkte, auf die ihr 20% Rabatt abstauben könnt. Eine kleine weitere Anmerkung habe ich noch, bevor es losgeht. Die Aquarien sind keine maschinelle Massenware, sondern handgefertigt vom Aquarienbauer. Daher ist die Lieferzeit bei den Aquarien etwas länger. Alle Links findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir können vielen von euch damit eine Freude machen und jetzt viel Spaß beim ersten Video der Garnelentreppe. So, da sind wir auch schon, ihr Fischlinge. Ihr habt ja bereits gesehen, dass die Garnelensäule, die man in der Mitte des Studios stand, abgebaut wurde. Für die, die das Video nicht gesehen haben, habe ich es nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Begonnen habe ich damit, mir drei USB-Platten im Baumarkt auf meine Wunschmaße schneiden zu lassen. Für die Optik und als Schutz vor Wasserspritzern habe ich die Platten noch schwarz lackiert. USB-Platten sind zwar schon echt dankbar, was Wasser betrifft, aber doppelt hält besser und wie gesagt wegen der Optik. Da es ja eine Treppe werden soll, habe ich außerdem noch 6 Tischfüße mit 20 cm Länge und 6 Tischfüße mit 40 cm Länge ebenfalls im Baumarkt gekauft. Die Füße kosten je nach Länge übrigens 2 bis 8 Euro. Diese habe ich einfach an die USB-Platten geschraubt. Unter die Konstruktion auf den Studioaufbau habe ich eine weiche Unterlage gelegt. In meinem Fall etwas Trittschalldämmung, die ich noch über hatte. Die benutzt man normal zum Beispiel beim Laminat verlegen. Hier dient sie aber dazu, einen kleinen Abstand zu schaffen, damit ich die Fronttüren meines Studios, die ja mit Winkeln befestigt sind, weiterhin auf und zu machen kann. Den gesamten Aufbau meines Studios verlinke ich euch auch mal noch in der Beschreibung, für die von euch, die neu sind oder die es gerne nochmal anschauen möchten. Auf die USB-Platten kommen Aquarienunterlagen, auf denen später die Aquarien stehen werden. Diese Unterlagen sind eine echt feine Sache. Sie sorgen zum Beispiel dafür, kleine Unebenheiten auszugleichen und nehmen von den Glasscheiben Spannung. Damit wäre die Unterkonstruktion auch schon fertig. Jetzt kommen wir zu den Aquarien. Die Aquarien haben die Maße 30 x 20 x 20 cm mit jeweils einer Abdeckscheibe. Die Abdeckscheiben sind an einer Seite schräg abgeschnitten, um Kabel und Schläuche der Technik verlegen zu können. Die Becken sind wie bereits gesagt vom Aquarienbauer gefertigt. Ich höre und lese immer wieder von Becken, die auslaufen. Mir ist das in über 18 Jahren, in denen ich jetzt Aquarianer bin, noch nie passiert, dass mir Aquarien ausgelaufen oder undicht geworden sind. Aber bei den Postings sehe ich fast immer Aquarien, die maschinell gefertigt sind und oft sehr, sehr schlecht verklebt sind. Aber grundlegend muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er sich kauft und vor allem, was er bereit ist auszugeben. Die Aquarien habe ich zuerst mit Glasreiniger von Fingerabdrücken und Schmutz befreit. Ich verwende in diesem Fall einen Glasreiniger von JBL. Gerade bei Garnelen ist es gar keine gute Idee, mit normalem Glasreiniger zu arbeiten. Diese enthalten oft Stoffe, die extrem giftig für Garnelen sind. Und auch schon ein Tropfen oder das, was durch den Sprühnebel mit der Luft über die Membranpumpe ins Becken gelangen kann, kann euch das ganze Becken vergiften. Wie schon häufig bei mir gesehen, beklebe ich alle meine Aquarien von bis zu 3 Seiten mit Folie. Die Folie sorgt für Blickschutz und die Tiere fühlen sich dadurch sicherer. Außerdem sorgt der dunkle Hintergrund dafür, dass die Einrichtung und die Tiere komplett im Fokus stehen und herausstechen. Bei den Garnelen geht es aber natürlich eher um die Optik. Zum Folieren verwende ich Klebefolie, die ich ebenfalls im Baumarkt gekauft habe. Und ich frage mich gerade, warum ich eigentlich keinen Baumarkt sponsert. Falls gerade zufällig ein netter Baumarkt-Mitarbeiter zuschaut, sagt doch eurem Chef mal einen schönen Gruß von mir. Okay, kleiner Scherz am Rande. Die Folie findet ihr meistens in der Abteilung, wo auch Tapeten sowie das ganze Farben- und Malerzeug ist. Die Folie lässt sich einfach blasenfrei kleben. In der Beschreibung verlinke ich euch mal ein Video von mir übers Folieren von Aquarien. Ebenfalls ist es möglich, Aquarien mit Lackfarbe zu streichen, wenn ihr keine Lust auf Folie kleben habt. Ist nur mühsamer, wenn sie mal wieder runter soll. Oder ihr verwendet Rückwandfolie aus dem Fachhandel.
Jetzt kommen die Aquarien auf unsere Unterkonstruktion. Black is beautiful, würde ich sagen. Jetzt werden wir noch das Hardscape verbauen. In meinem Fall sind das sogenannte Black Pebble Stones. Diese sehen nicht nur optisch ziemlich gut aus und noch besser bzw. dunkler, wenn sie nass sind, sondern weisen eine raue Oberfläche auf. Durch die raue Oberfläche kann sich an den Pebble Stones sehr gut Aufwuchs bilden, der den Garnelen später als Futter dienen wird. Und da ich noch einige Aufsitzerpflanzen verbauen möchte, sind die Pebble Stones wunderbar geeignet, dass die Pflanzen sich mit ihren Wurzeln verankern können. Dazu aber mehr in kommenden Videos. Bei der Filterung habe ich mich für einen Schwammfilter entschieden. Diese Eckschwammfilter habe ich mir im Internet gekauft. Leider werden die, die ich eigentlich von JBL nutzen wollte, nicht mehr hergestellt. Wahlweise könnt ihr zum Beispiel auch diesen Luftheber von Eheim verwenden. Oder, wenn ihr keinen luftbetriebenen Filter möchtet, diesen elektrischen Innenfilter. Diesen findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung bzw. im Onlineshop für 20% Rabatt. Die Steigrohre der Filter waren leider etwas lang, aber wer eine Säge zu Hause hat, hat dieses Problem schnell gelöst. Einfach auseinanderbauen und das Rohr auf die passende Länge schneiden und schonend passt der Filter. Ich habe mich übrigens bei diesem Projekt für Schwammfilter entschieden, weil sie absolut sicher für Garnelen sind und ich alle 6 Aquarien mit nur einer Membranpumpe betreiben kann. Dazu aber auch mehr im nächsten Video. Als Bodengrund verwende ich in 2 Becken gut ausgewaschenen Sansibar Dark Bodengrund von JBL, die mich bei diesem Projekt auch wieder wie schon so oft unterstützt haben. In den anderen 4 Becken verwende ich Soil, mit dem mich Tropica unterstützt hat. Soil ist nicht nur sehr förderlich für das Pflanzenwachstum, sondern kann auch die Wasserwerte beeinflussen. Die Carbonathärte wird gesenkt, das Wasser also teilweise enthärtet und der pH-Wert sinkt ebenfalls. Also bitte nicht auf die Idee kommen, Soil auszuwaschen, meine lieben Fischlinge. Weitere Einzelheiten zur Technik, Beleuchtung und dem Wasser gibt es in den kommenden Videos. So, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank natürlich an Wir fürs Tier, JBL und Tropica für die tatkräftige Unterstützung. Für euch, ihr Fischlinge, gilt ab jetzt bis zum 3.3.2019 bei Sebastian im Shop der Gutscheincode Hashtag Fischlinge, mit dem ihr fette 20% Rabatt auf die Aquarien, Abdeckung, Unterlagen, Pedalstones, Soil, Sansibar Dark und die Filter sparen könnt. Wir hoffen sehr, ihr freut euch darüber etwas und wir helfen einigen damit von euch. Ich weiß, viele von euch sind noch sehr jung und wenn man jung ist, ist das Taschengeld ja öfters mal knapp. Alle Links zu den Produkten findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung, auf die ihr 20% Rabatt bekommt. Denkt bitte daran, dass die Aquarien eine gewisse Lieferzeit haben, weil die extra für euch hergestellt werden, wie schon mal gesagt. Aber wir bemühen uns, dass jeder von euch so schnell wie es geht seine Lieferung natürlich bekommt. Und ja, ansonsten findet ihr die Videobeschreibung außerdem noch Links, ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Ihr könnt mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt das gerne mit einer positiven Bewertung oder einem Daumen nach oben zeigen. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer viel Spaß beim Einkaufen. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.